Der Autor Raimon Weber veröffentlicht seit 1998 erfolgreich Krimis, Thriller und Hörspiele bei den führenden Verlagen Deutschlands wie Sony Music, Ullstein, Audible, Bastei Lübbe oder Universal Music. Neben dem Schreiben ist Raimon Weber auch Produzent und Regisseur von Hörbüchern und Hörspielen. Produziert wird in Partnerstudios in Berlin, Hamburg, Offenbach und Dortmund. In seiner aktuellen Mystery-Hörspielserie Vidan trifft der Hörer auf die deutschen Stimmen von George Clooney, Morgan Freeman, Scarlett Johansson und Ben Affleck. Motiv. Mein wiederkehrendes Motiv als Autor ist die Angst. Eine Angst, der wir selbst auf gar keinen Fall ausgesetzt werden möchten. Ich bevorzuge das Klaustrophobische, die Gefahr, den Horror auf begrenztem Raum. Sei es der eigene Keller, die U-Bahn oder das eingeschneite Haus in den Bergen, fernab der Zivilisation. Nein, es gibt kein Entkommen und Hilfe ist auch nicht unterwegs. Jetzt müssen wir all unseren Mut zusammennehmen. Recherche. Genau, Recherche ist die Grundvoraussetzung für eine glaubwürdige und packende Geschichte. Ich traf in Strafvollzugsanstalten auf Serienmörder, sprach mit Zeitzeugen und besuche, wenn eben möglich, die Handlungsorte meiner Geschichten. Figuren. Ein Kritiker schrieb einmal, man kann spüren, wie Raimon Weber seinen Figuren ganz plötzlich den Teppich der Normalität unter den Füßen wegzieht. Wie sich ein Leben schlagartig verändert. Wie sich ganz plötzlich emotionale Abgründe auftun. Wenn mir das tatsächlich gelingt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wir müssen mit den Protagonisten fühlen, um sie bangen und hoffen, dass sie wieder ins Licht finden. Die Bösen dürfen wir hassen. Nichts ist schlimmer, als wenn uns die Schicksale der Figuren kalt lassen. Zukunft. Vidan. Die Serie mit dem stellvertretenden Sheriff von Blackdale, Miles Vidan, mitten im einsamen US-Staat Montana. Dieser Ort und Vidans Leben verwandeln sich nach und nach in einen wahr gewordenen Albtraum. Weitere Serien und Bücher werden folgen. Ich kann gar nicht anders. Meine Arena ist die ganze Welt. Hier unten kommt was auf mich zu! Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.